Was ist das da rechts von der Seebrücke? Da an der Boje. Guck mal. Ein Urlaubstag, der so schön begonnen hat, kann manchmal ein tragisches Ende nehmen. Achtung, Einsatz, Bootsführer Heringsdorf mit einem Rettungsschwimmer rechts von Seebrücke, Entfernung 100, eine Person in Not. Wenn es darum geht, Menschen vor dem nassen Tod zu bewahren, erfordert das Schnelligkeit, beherztes Handeln, Mut, Engagement und den Willen der Rettungsschwimmer zur gemeinschaftlichen Arbeit. Oftmals riskieren sie im Einsatz ihr eigenes Leben, aber darüber verlieren sie kein Wort. Die Aufgaben der Wasserwachtler sind vielseitig. Sie reichen von der Aufklärung über gut gemeinte Ratschläge bis hin zur Reanimation. Wenn ein Verunfallter kein Lebenszeichen mehr von sich gibt, heißt es schnell und kompetent zu handeln. Wir haben hier eine Person, Zustand nach beinahe Ertrinken. Wir bräuchten hier einen RTW und einen Notarztwagen. Dabei stehen den Rettungsschwimmern modernste Technik und medizinische Geräte zur Verfügung. Für die lebensrettenden Sofortmaßnahmen, die bis zum Eintreffen des Notarztes erforderlich sind, haben sie umfangreiche Ausbildungen absolviert. Ein Puls. Okay, dann 30 Mal. Wer? 29, 30 Tage. Okay, Finger weg. Zweimal beatmen. Zwei.